Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einleitung, Frau Steinbach. Ich darf auch Sie, meine Damen und Herren, alle sehr herzlich begrüßen. Es freut mich, dass wir in einer so kleinen Runde hier zusammengekommen sind. Immerhin, ne? Gerne hätten wir mehr gehabt, aber das ist, glaube ich, das Beste, was wir unter den gegebenen Bedingungen machen konnten. Und insofern ist es schön, dass wir das hier durchführen. Ich darf mich auch bei der Desiderius Erasmus Stiftung für die freundliche Einladung bedanken, der ich gerne nachgekommen bin. Einige werden sich sicherlich fragen, wenn sie dieses Video dann sehen, warum trägt der Mann an dieser Stelle vor? Und da vertrete ich eine politisch unabhängige Vortragspolitik. Das heißt, ich würde natürlich jederzeit auch Anfragen der Rosa-Luxemburg-Stiftung akzeptieren, wenn ich denn da irgendetwas Vernünftiges zu beitragen könnte zu dem, was da möglicherweise an Themen ansteht. Also direkt in die Kamera gesprochen, liebe Genossen, wenn Sie Interesse haben, kontaktieren Sie mich gerne. Es geht letzten Endes immer darum, ins Gespräch zu kommen. Und deshalb, wie gesagt, bin ich ja heute Abend auch hier. Und das heißt auch, dass man mit allen ins Gespräch kommt. Ich möchte hier an andere Wissenschaftler appellieren. Lassen wir uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht einschüchtern. Sprechen wir wirklich mit allen. Also raus aus den Blasen, rein in die Debatte. Dabei sollten wir auch immer eines bedenken: Verbeamtete Wissenschaftler wie ich werden mit Steuergeldern bezahlt. Kann ich da wirklich sagen, bei jener Stiftung, die einer Partei mit über 4,8 Millionen Wählern nahesteht, halte ich keinen Vortrag? Ich weigere mich hier schlicht, diesen Menschen den akademischen Mittelfinger zu zeigen, und deshalb bin ich heute hier. Damit komme ich nun zum Vortragsthema. Wir haben da unterschiedliche Fassungen durchdiskutiert. Meine letzte lautete: Bundesamt für Verdächtigungen, Fragezeichen, selbstverständlich, zur Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes in Fragen der nationalen Identität. Ich will das auf 4 Punkte herunterbrechen. Wir starten mit dem Kulturkampf. Was meine ich eigentlich mit Kulturkampf, wenn ich diese Formulierung wähle? Im zweiten Teil geht es dann um die Rolle des Verfassungsschutzes. Wie integrieren wir den in diese Debatte, die ich versucht habe anzustoßen? Im dritten Teil sage ich Ihnen einiges zur Vorgehensweise der Behörde. Da finde ich durchaus problematische Aspekte. Und am Ende ganz kurz etwas zur Reform. In meinen Augen müsste man den Verfassungsschutz, also den Inlandsnachrichtendienst, klar reformieren. Wir starten mit dem Kulturkampf um das Volk. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges leidet die deutsche Nation unter dem, was ich eine posttraumatische Belastungsstörung nenne. Daran ist sie zweifellos selbst schuld. Deutschland hat sich zahlreicher Verbrechen schuldig gemacht, darunter als schlimmste aller Taten der Holocaust. Unser Land hat für diese Taten gebüßt. Bis heute ist es ihm jedoch nicht gelungen, zu etwas zurückzukehren, nämlich zu einem gesunden Nationalbewusstsein. Der Grund dafür ist offensichtlich: Das Trauma wird gepflegt in der Politik, in den Medien, auch im Schulunterricht. Eine Historisierung ist auch über 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg nicht vorgesehen. Man muss wirklich sagen, vorgesehen. Ich glaube, einige haben daran gar kein Interesse. Die politische Linke nutzt nun diese Traumatisierung, um den eigenen Gesellschaftsentwurf durchzusetzen. Und das ist die multikulturelle Willensnation. Je näher diese jedoch rückt, und in einigen Städten ist sie ja schon in voller Blüte zu bewundern, desto mehr Menschen zeigen sich nachdenklich. Was wird eigentlich langfristig aus diesem Deutschland? Ich sehe so etwas wie einen stillen, einen inneren Widerstand vieler Menschen. Das lässt mich zumindest, also zu dieser Einschätzung komme ich, wenn ich mir Umfragen anschaue, etwa eine aus 2016. Ich darf Ihnen mal vorlegen, was man dort zur Abstimmung dann dargelegt hat. Ich zitiere: Für mich reicht das allein zum Deutschsein nicht aus. Deutschsein ist mehr und hat auch etwas mit Herkunft und Tradition zu tun. Menschen ausländischer Herkunft, die den deutschen Pass besitzen und schon länger hier leben, sind für mich daher noch lange keine richtigen Deutschen, richtigen in Anführungszeichen. 49% der Befragten haben dem zugestimmt. Es gibt also ein gewisses Spannungsfeld zwischen dem, was große Teile des Volkes für angemessen halten, und dem, was unsere Regierung macht. Die Politik muss ihr Ideal in dieser Situation verteidigen, und dann sind wir beim Kulturkampf gelandet. Das bedeutet, es geht um die Deutungshoheit dessen und einen Streit darum, was eigentlich das Volk ausmacht. Angela Merkel hat ja 2017 gesagt, das Volk ist jeder, der in diesem Lande lebt. Frank-Walter Steinmeier hat 2020 entsprechend assistiert und es in ähnlicher Form wiederholt: Wir sind das Volk, das heißt doch, wir alle sind das Volk. Ja, und nun haben wir ein Problem. Das Volk ist der Träger der deutschen Kulturnation.
Wenn wir nun die Bevölkerung in den Mittelpunkt stellen, dann haben wir ein neues Ergebnis, und das ist die multikulturelle Willensnation, wenn der Träger ausgetauscht wird. Um das durchzusetzen, muss die Politik zweifellos den Begriff des Deutschen neu definieren. Und wie macht man das? Ein ganz wichtiger Baustein im Kulturkampf ist die Einengung des Angebotes legitimer Meinungen. In einer Demokratie bedeutet das, bestimmte Positionen werden sozial geächtet. Sie können diese vertreten, aber möglicherweise hat das Konsequenzen, beruflicher Natur oder privater Natur. Im Ergebnis beschränken sich einige Menschen in ihrer Meinungsäußerung. Sie werden das möglicherweise noch kundtun im ganz privaten Rahmen, aber nicht mehr öffentlich. Und dann haben wir natürlich das, was wir im Moment sehen. Bestimmte Meinungen sind sehr präsent, andere sind weniger präsent im öffentlichen Rahmen. Es gibt zur Frage, ob man noch sagen darf, was man möchte, viele Umfragen. Ich zitiere eine von 2019. Damals waren 78% der Menschen der Meinung, dass man die eigene Meinung lieber nicht öffentlich sagt. 63% gaben kund, man muss aufpassen, was zu welchem Thema gesagt wird. Und das finde ich schon sehr bedenklich, wenn in einer Demokratie viele Menschen einfach Angst haben, sich zu öffnen und wirklich zu sagen, was sie denken. Wir kommen stärker zu meinem Thema. Eine Umfrage von 2021 hat Folgendes ergeben. 38% der Menschen sagen, Vaterlandsliebe und Patriotismus, das sind heikle Themen. Und wenn sie beides zusammenführen, heißt das, darüber sprechen wir lieber nicht. Auf dieser Basis kann die Politik gegen Volkesstimme operieren. Ich werde Ihnen das an drei Beispielen kurz demonstrieren. Zum einen an der Zuwanderung. Auch da wieder einige Umfragen. 62,5% der Deutschen sagten in diesem Jahr, wir wollen nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen. 57,8% sagen, die Flüchtlinge sind nicht integriert. Wie sieht die Realität aus? Wir haben keine Grenzkontrollen. Deutschland ist ein riesiger Pull-Faktor. Aus dem Asylrecht ist in vielerlei Hinsicht heute ein Bleiberecht geworden. Und wir haben seit 2015 insgesamt 1,9 Millionen Erstanträge auf Asyl zu verzeichnen. 1,9 Millionen. Das heißt, die Politik entfernt sich von dem vollständig, was viele Deutsche für richtig halten. Sie macht etwas, was dem komplett entgegensteht, bei der Zuwanderung. Beim Thema Islamisierung, beides hängt engstens zusammen, ist es ähnlich. 57% der Menschen sagen, sie haben Angst vor einer Islamisierung. 60,3%, der Islam gehört nicht zu Deutschland. 59%, Muslime und Islam, das sind heikle Gesprächsthemen. So Umfragen von 2016 und 2021. Wie sieht die Realität aus? Die Zuwanderung ist zu etwa 70%, meistens drüber muslimisch geprägt. Der Anteil der Muslime in Deutschland ist von 4,4 bis 4,7 Millionen Ende 2015 auf 5,3 bis 5,6 Millionen 2019 angestiegen. Und es gibt viele Aussagen, wie etwa die des ehemaligen Chefs des Bundeskanzleramtes, Helge Braun, der Mitte November 2021 sagte, Muezzin-Rufe, das sollte doch selbstverständlich sein. Also hier haben Sie wiederum eine politische Haltung und eine Politik in der Praxis, die diesen Aussagen komplett entgegensteht. Mein letztes Beispiel, Identität. Gerundet habe ich Zahlen gefunden in den Jahren 2009, 2019, 2021, auch noch in anderen Jahren, aber auf die drei beziehe ich mich, von 60-90% der Menschen, die sagen, sie sind stolz, Deutsche zu sein, sie empfinden Nationalstolz. 60-90%, muss ich so sagen, denn es kommt immer darauf an, auf was sie sich letzten Endes beziehen, wie die Kriterien sind. Wenn Sie zum Beispiel fragen, sind Sie sehr stolz, Deutscher zu sein, geht die Zahl sofort runter. Sagen Sie, sind Sie stolz, Deutscher zu sein, geht die Zahl hoch. Also da muss man genau hinschauen. Eine interessante Formulierung möchte ich Ihnen hier noch darbieten. Wenn immer mehr Einwanderer nach Deutschland kommen, geht dann das, was Deutschland war, allmählich verloren? Oder glauben Sie das nicht? 53% der Deutschen sagten 2016, ja, das ist so, das geht dann verloren. Wie sieht die Realität aus? Das Wort Deutsch wird heute neu definiert. Volk und Bevölkerung werden als Begriffe gleichgesetzt. Die Perspektive auf dieses Thema ist die der Staatsbürgerschaft. Die will ich gar nicht in Frage stellen. Was ich unschön finde, ist, dass das die einzige Perspektive ist. Der Bezugspunkt deutsche Kulturnation geht dabei verloren. Ja, und wie wird das alles umgesetzt? Durch eine weitgehend einheitliche Politik der führenden Parteien. CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP bilden ganz oben Koalitionen untereinander. Und sie sind alle für die Multikulturalisierung Deutschlands. Wenn Sie also eine Regierung wählen wollen, haben Sie gar keine Chance, etwas zu wählen, was möglicherweise in eine andere Richtung gehen könnte. Seit dem Jahr 2000 haben wir ein neues Staatsangehörigkeitsrecht in Deutschland. Auch das hat dazu beigetragen, dass der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund im weiten Sinne gestiegen ist.
nämlich von 18,6% 2005 auf 26,7% 2020. Und wenn man in die Zukunft schauen möchte, muss man sich den Anteil der Kinder angucken. Kinder bis unter 5 Jahre, so die Zahl von 2020, da lag der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund im weiten Sinne bereits bei 40,3% deutschlandweit. Hier in Frankfurt liegen wir bei über 70%. Die Ampel wird noch mehr Schwung in dieses Thema hineinbringen. Staatsbürgerschaft, Bleiberecht, Familiennachzug, da wird sich einiges möglicherweise ändern. Und es geht alles in eine Richtung, die die Grünen im Wahlkampf ja offen beschrieben haben. Wir wollen die Einwanderungsgesellschaft. Und zwar, ich zitiere, als Staatsziel im Grundgesetz soll es dann verankert werden. Im Koalitionsvertrag ist vom Einwanderungsland die Rede. Und insofern haben wir wiederum etwas, was nicht so ganz passt. Das wollen nämlich die meisten Deutschen gar nicht in dieser Form. Die Politik zieht es durch und sie kann es durchziehen, weil sie die Mehrheit dafür hat. Die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien muss hier noch erwähnt werden. Sie fördern diesen Kurs. Alles wird diverser, was medial vermittelt wird. Das sehen Sie im Fernsehen, das sehen Sie in der Werbung, Sie sehen es auch in der Sprache. Hier wird ein neues Gesellschaftsmodell visualisiert, das in vielen Großstädten bereits Realität ist, das aber mit dem, was meistens auf dem Land zu beobachten ist, noch wenig zu tun hat. Also ich vermute, dass viele Menschen der Landbevölkerung geradezu irritiert in das erste und zweite deutsche Fernsehen schauen, wenn sie sich sozusagen dann angucken, was dort als normal gilt. Die Positionierung der meisten Journalisten ist deutlich links der Mitte. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern da können Sie Zahlen zu zitieren. Ich nenne mal eine von 2020 unter ARD-Volontären. Die haben zu über 92% gesagt, wir würden Rot-Rot-Grün wählen. Es ist doch klar, dass das Konsequenzen für die Berichterstattung hat. Und wenn ich mir Herren wie Jan Böhmermann und Oliver Welke anschaue, die machen linke Satire im Gewand der Kunstfreiheit. Bei Herrn Böhmermann kann man ein zunehmend aggressives Verhalten entsprechend feststellen, was ich sehr irritierend finde. Und zudem gibt es überhaupt keinen Gegenpol in den öffentlich-rechtlichen Medien. Gegenpol würde bedeuten, dass sie einen konservativen Kabarettisten haben oder einen konservativen Talkmaster, der mal andere Runden zusammenstellt. Oder dass sie Tichys Ausblick einfach mal in den Dritten senden würden. Das hieße, einen kleinen Gegenpol zu bringen. Wobei Herr Tichy ja noch nicht mal richtig konservativ, sondern eher liberal ist. Das alles, das Öffentlich-Rechtliche, wird mit über 8,1 Milliarden Euro Rundfunkbeiträgen bezahlt und finanziert. 8,1 Milliarden, da können alle anderen nicht mal ansatzweise mithalten. Das war der Etat von 2020. Wer fühlt sich in diesem Klima nun wohl? Kommen wir nochmal zur Beurteilung der politischen Meinungsfreiheit. 62% der Wähler der Grünen sagen, Moment, das finden wir super. Wir glauben, dass wir unsere Meinung offen sagen können. Bei den AfD-Wählern sind es 12%. 62% und 12%, das sagt ganz klar, wer sich wohlfühlt und wer nicht. Und da haben wir ganz einfach, was so diese Bereitschaft, sich frei zu äußern, offensichtlich ein Problem. Nun werden sich einige fragen, ist das denn noch eine Demokratie in formaler Hinsicht? Ist alles in Ordnung? Deutschland ist zweifellos eine Demokratie. Wir haben hier keine DDR 2.0 oder ein totalitäres System oder NS-Vergleiche zu ziehen. Das halte ich alles für absurd. Formal ist es sauber, deutlich formuliert. In ideeller Hinsicht ist dagegen vieles nicht in Ordnung. Wir leben in einem Parteienstaat. Das ist eine alte Debatte. Dazu hat Richard von Weizsäcker vor vielen, vielen Jahren, man muss sagen Jahrzehnten schon, sich sehr kritisch geäußert. Und Parteienstaat bedeutet, dass wir eine faktisch unterbrochene Legitimationskette haben. Demokratiebildung heißt Meinungsbildung von unten nach oben. Und das, meine Damen und Herren, nicht nur am Wahltag. Zumal im Wahlkampf selbst dem Wähler häufig nach dem Munde gesprochen wird. Denken Sie an die Aussagen zur Impfpflicht. Natürlich wird es diese nicht geben. Sie sind ja nicht verrückt, so etwas zu sagen. Das würde Wählerstimmen kosten. Und nun sagen selbige Politiker, doch, die müssen wir wahrscheinlich doch einführen. Ne? Und das muss man sich immer klar machen, wie dort auf diesen einen Tag hingearbeitet wird. Und der Bundestag bildet die Meinung dieses Tages vor allem ab. Und schön wäre es ja, wenn sich das Volk an anderer Stelle noch mal aktiver einmischen könnte. Das ist ein anderes Thema. Direkt demokratische Elemente könnte man einführen. Ich habe es hiermit nur kurz angerissen. In der Summe kommen nun für mich drei Dinge zusammen. Die Umfragewerte werden durch die Bundesregierung in den genannten Bereichen ignoriert.
Viele Menschen halten sich in Identitätsfragen zurück und sagen gar nicht, was ihnen durch den Kopf geht. Ja, und dann haben es Multikulti-Ideen naturgemäß viel einfacher durchzustoßen und auch öffentlich präsenter zu sein. Deshalb haben wir keine breite Identitätsdebatte mit einer Folge. Das kulturell verstandene deutsche Volk spielt in Politik und Medien kaum noch eine Rolle. Und das wiederum erleichtert natürlich den Umbau der Zusammensetzung des Souveräns. Ich sage bewusst Umbau, ich benutze nicht Begriffe wie der große Austausch oder Ähnliches, aber Umbau trifft es, glaube ich, ganz gut. Wenn Sie die Weichen in eine Richtung stellen, dann bauen Sie etwas um. Und das hat nun wirklich nichts mit einer Verschwörungstheorie zu tun. Sie können die Zahlen ja jederzeit nachlesen. Rechtswissenschaftler halten diesen Umbau durchaus für verfassungswidrig. Ich habe in meinem Buch dazu das alles mit der Theorie des Ursouveräns ergänzt. Der Prozess wird nun von einigen Menschen, häufig auch mit Migrationshintergrund, mit Hohn und Spott begleitet. Dennis Yücel sagte zum Beispiel 2011 in der Taz, ich zitiere, der baldige Abgang der Deutschen aber ist Völkersterben von seiner schönsten Seite. Aydan Özus sagte 2017, ich zitiere, eine spezifisch deutsche Kultur ist, jenseits der Sprache, schlicht nicht identifizierbar. Das ist eine harte Ansage. Die Dame ist heute Vizepräsidentin des Bundestages. Ja, und ganz besonders interessant ist natürlich das, was ich gefunden habe zum Thema Köterrasse. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat sich damit 2017 befasst. Ein Mensch hat die Deutschen als Köterrasse beleidigt. Ein anderer Mensch hat versucht, ihn dann anzuzeigen und vor Gericht zu bringen. Und nun hat man ihm dann von der Staatsanwaltschaft mitgeteilt damals, dass Köterrasse keine Volksverhetzung, keine Beleidigung ist. Denn die Deutschen könnten als Kollektiv gar nicht beleidigt werden. Ich zitiere aus dem, was ich im Netz gefunden habe, was angeblich die Staatsanwaltschaft dazu geschrieben hat. Es muss sich um eine Gruppe handeln, die sich durch irgendein festes, äußeres oder inneres Unterscheidungsmerkmal als äußerlich erkennbare Einheit heraushebt. Und die Deutschen ließen sich, ich zitiere weiter, nicht als unterscheidbarer Teil der Gesamtheit der Bevölkerung abgrenzen. Hier wird also ausschließlich die Ebene der Staatsbürgerschaft bemüht und aus der Perspektive ist das dann ja auch richtig. Das bedeutet aber, dass man heute, man muss sich die Implikationen klar machen, jederzeit dann auch sagen könnte, die Türken sind eine Köterrasse, die Italiener sind eine Köterrasse, weil sie ja auch italienische und türkische Staatsbürger haben werden, wo sie möglicherweise kurdischstämmige Menschen drin haben und in Südtirol deutschstämmige Personen dabei haben. Also wenn dieses Argument zieht, dann können sie alle Nationen dieser Welt beleidigen und sagen dann letzten Endes nur, ich habe ja nur die Staatsbürgerebene gemeint. Und Sie sehen schon, welche Probleme wir damit auch verursachen können, wenn wir so argumentieren. Wie sieht die Zukunft aus? Vielleicht doch so, wie es einige schon erahnen. Die Fachkommission der Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit hat sich zu dem Thema im November 2020 geäußert. Und ich zitiere daraus. Die Fachkommission plädiert dafür, das Integrationsverständnis von Migration zu entkoppeln und auf die Gesellschaft als Ganzes zu beziehen. Ich übersetze das mal. Das bedeutet, die Deutschen sollen sich bitte, jene ohne Migrationshintergrund, in ihr eigenes Land integrieren. Das ist sozusagen der Punkt und auch einer der Höhepunkte sicherlich dieser Form von Kulturkampf. Ja, nun machen wir weiter mit der Rolle des Verfassungsschutzes. Das erste war der Kulturkampf. Jetzt gucken wir mal, wie wir den Verfassungsschutz da reinbringen. Und ich darf Ihnen zunächst berichten, wie denn die Aufgabe lautet. Die finden wir zum Beispiel im Bundesverfassungsschutzgesetz von 1990, Paragraph 1. Der Verfassungsschutz dient dem Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, des Bestandes und der Sicherheit des Bundes und der Länder. Er hat keine Polizeibefugnis. Aus persönlicher Sicht sage ich Ihnen heute Gott sei Dank. Er ist ein Frühwarnsystem mit Vor- und Nachteilen. Zum frühen Warnen gehört nämlich die Verdachtsberichterstattung. Und hier muss man sich fragen, ab wann besteht denn ein Verdacht? Wer legt das fest? Diejenigen, die das machen, die haben gewisse Spielräume, um die Kriterien zu interpretieren. Und das Ergebnis sieht dann wie folgt aus, nicht immer, aber häufig. Man mischt sich mit dem Verdacht in den politischen Wettbewerb ein. Um das nun näher zu verstehen, müssen wir uns mal den Handlungsrahmen des Präsidenten anschauen. Thomas Haldenwang ist das derzeit. Er ist politischer Beamter und damit hat die Politik die Option, ihn jederzeit in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Politischer Beamter ist man gemäß Bundesbeamtengesetz von 2009, Paragraph 54, ich zitiere, von der Besoldungsgruppe B6 an aufwärts. Und Haldenwang sollte B9 sein.
Und dann gibt es noch das Beamtenstatusgesetz von 2008, Paragraph 30. Und dort wird weiter ausgeführt, was das heißt. Personen wie der Präsident des BV bekleiden ein Amt, ich zitiere, bei dessen Ausübung sie in fortdauernder Übereinstimmung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung stehen müssen. Das heißt mit anderen Worten, der Präsident leitet keine rein fachlich ausgerichtete Denkfabrik, meine Damen und Herren. Das ist ganz ausdrücklich nicht vorgesehen. Es ist keine politische Neutralität hier verankert. Das ist nicht die Aufgabe des BFV. Der Innenminister kann das Lagebild, je nachdem, wie er es sieht, anordnen. Wenn die neue Innenministerin Faeser in 3 Wochen sagen sollte, sie wird es nicht machen, der Linksextremismus ist die größte Bedrohung des Landes, dann müsste Herr Haldenwang ein paar Tage später sagen, wir haben uns bislang geirrt, der Linksextremismus ist die größte Bedrohung des Landes. So funktioniert es. Die Landesämter sind oftmals nur Abteilungen des Innenministeriums, sind also auch sehr fachgebunden und weisungsgebunden dort. Und insofern kann man dann im Ergebnis sagen, ich bleibe beim Bundesamt, die Analysen, die die Behörde aus Köln vorlegt, müssen dann natürlich nicht immer zwingend ausschließlich sachorientiert sein. Der Präsident steht unter permanentem Druck, er ist verantwortlich für über 4.100 Bedienstete, er muss mit dem Misstrauen der Medien umgehen, er sollte den Erwartungen der Bundesregierung und der Opposition irgendwie gerecht werden, natürlich wird er auch immer wieder in der Öffentlichkeit um Vertrauen werben. Und er wird mit Fehleinschätzungen seiner Behörde umzugehen haben. Was man auch sagen muss, ist, das ist ein körperlich extrem fordernder Job. Sie sind 365 Tage im Jahr im Einsatz, permanent auf Abruf verfügbar. Und das ist auch nichts für jedermann. Zudem haben wir ein Problem, den ewigen Verdacht der Rechtslastigkeit der Behörde. Das hängt mit der Anfangszeit zusammen. Da gab es doch auch noch ein paar NS-Vertreter, die man rekrutiert hat. Mit der Rolle des BFV, also dem Bundesamt für Verfassungsschutz, im NPD-Verbotsverfahren, dem NSU-Desaster. Und aus all dem wird in den Medien immer wieder so ein Vorwurf gemengt, der da lautet, die sind auf dem rechten Auge blind. Und dann kam auch noch Hans-Georg Maaßen 2018 mit seiner Kritik an der Bundesregierung. Und da war für alle klar, dieses Amt wird jetzt auch noch von einem Rechtsausleger geführt. Tja, Horst Seehofer stand also vor diesem Hintergrund unter Handlungsdruck, als er 2018 auf der Suche nach einem neuen Präsidenten war. Und die Anforderungen waren klar, der muss eigentlich das Gegenteil von dem sein, was Herrn Maaßen ausgezeichnet hat. Gefunden wurde der erwähnte Thomas Haldenwang, ein Jurist, der einen großen Teil seiner Laufbahn unter anderem im Bundesinnenministerium absolviert hat. 2009 wechselte er in das Bundesamt für Verfassungsschutz, 2013 wurde er dessen Vizepräsident. Im November 2018 übernahm er das Amt des Präsidenten. Wie hat sich der Herr positioniert? Der Vorstellungswelt von Thomas Haldenwang können Sie über verschiedene Interviews näher kommen. Im Oktober 2019 sagte er, und das finde ich erhellend, ich habe die Politik der Bundesregierung unterstützt, auch im Jahr 2015. Zu meinem christlichen Weltbild gehört es, dass man Menschen in Not hilft, da hat Deutschland 2015 Beachtenswertes geleistet. Das kann man so natürlich sagen, aber er sagt es aus dem Amt heraus. Das ist also eine klare politische Botschaft, eine Ansage, möchte ich sagen. In seiner Zeit ist dann schnell ein Richtungswechsel eingeleitet worden. Ich sehe 4 Merkmale dieses Richtungswechsels. Zum einen Merkmal 1, der Kampf gegen rechts ist auf Platz 1 gelandet. Korrekt müsste man sagen, Kampf gegen Rechtsextreme. Darum geht es. Rechts heißt eigentlich nur konservativ, mehr ist es nicht. Ich benutze diese Vokabel trotzdem, setze sie aber immer in Anführungszeichen. Die können Sie hier natürlich nicht sehen. Ja, es sind die Stellen im BFV aufgestockt worden und er hat den Verdachtsrahmen insgesamt erweitert. Das gehört, glaube ich, ganz stark zum Kampf gegen rechts. Das erste Merkmal. Das zweite Merkmal sind sprachliche Interventionen. Der Volksbegriff wird sehr einseitig aufbereitet. Es ist ja ein rein rechtliches Verständnis zu sehen. Alle anderen Perspektiven gelten schnell als völkisch. Und so hat sich das Amt einen zentralen Hebel zugelegt in der Identitätsdebatte. Begriffe wie Überfremdung und Islamisierung gelten als verdächtig. Und wenn bestimmte Botschaften politischer Natur wiederholt werden, etwa Warnungen vor einer Islamisierung, ist das bereits das, was man Nähe zur Hetze nennt. Merkmal Nummer 3, der Kampf gegen die AfD ist verschärft worden. Im Januar 2019 wurde die AfD zum Prüffall erklärt, Flügel und junge Alternative zu Verdachtsfällen. März 2020, der Flügel galt seitdem als erwiesen extremistische Bestrebung. Björn Höcke und Andreas Kalbitz wurden zu Rechtsextremisten etikettiert. Im März 2021
kam dann Folgendes: Die AfD sei ein Verdachtsfall, das ist in den Medien gelandet, das ist keine offizielle Erklärung gewesen, aber da hat man in Köln nicht aufgepasst und insofern liegt da natürlich auch eine entsprechende Verantwortung. Das Verwaltungsgericht Köln hat ja sehr schnell gesagt, da muss mit Schluss sein, das ist ansonsten eine zu starke Einmischung in den laufenden Bundestagswahlkampf. Ja, und Merkmal 4 ist vielleicht der interessanteste Punkt, das ist die Kampfansage an den vorpolitischen Raum. Katalytisch haben hier drei Ereignisse gewirkt. Die Ermordung Walter Lübkes im Juni 2019, der Anschlag von Halle im Oktober 2019 und der Amoklauf in Hanau vom Februar 2020. Und seitdem, meine Damen und Herren, gab es vorher auch schon, aber seitdem noch wesentlich stärker, deshalb katalytisch, folgende Überlegungen: Wie sehr sind es diese Aktivitäten im vorpolitischen Raum, die dazu beitragen, dass solche Formen von Gewalt letzten Endes dann zu sehen sind? Wie sehr sind also vorpolitische Gruppen bis hin in die Politik hinein wie die AfD dafür verantwortlich, dass Walter Lübcke ermordet worden ist, dass es den Anschlag von Halle gab und den Amoklauf in Hanau? Und da hat man sich gesagt, jetzt müssen wir uns diese Gruppen im vorpolitischen Raum neben der AfD mal näher anschauen. Gefunden wurden die Identitäre Bewegung Deutschlands, die Kompakt Magazin GmbH, das Institut für Staatspolitik, der Verlag Antaios, der Verein 1%, der Blog Politically Incorrect, Lutz Bachmann von der Pegida. Sie alle sind eingestuft worden zwischen Verdachtsfall und gesichert bzw. erwiesen extremistisch. Die Ergebnisse dieses Richtungswechsels kann man wie folgt zusammenfassen. Der Operationsradius der Behörde ist ausgedehnt worden, die Verdachtsbereitschaft gestiegen, das alles auf der Basis eines sehr niedrigschwelligen Ansatzes. Im konservativen Lager ist man verunsichert und wir haben es mit einer zunehmend politisierten Behörde zu tun. Und dazu darf ich Ihnen nun einige Beispiele nennen. Wir sind nun bei Kapitel 3 zur Vorgehensweise der Behörde. Ich beginne mit einigen politischen Bewertungen, über die dann Einfluss auch auf Inhalte genommen wird. Der Verfassungsschutz beteiligt sich zum Beispiel am Framing des Diskurses im Stile der Leitmedien und der Bundesregierung. Zu diesen Diskursmerkmalen gehört ja die synonyme Verwendung von rechts und rechtsextrem. Und das macht Herr Haldenwang auch sehr gerne und nicht nur er. Im Verfassungsschutzbericht wird das sauber getrennt, aber in Reden, mit denen man auch mal die Öffentlichkeit erreichen muss, wird dann etwas breiter zur Sache gegangen und letzten Endes ein politisches Großlager diskreditiert. Europa wäre ein nächstes Thema, das ich nennen könnte. Viele Deutsche möchten den Nationalstaat erhalten sehen. Sie üben Kritik an der EU und das heißt noch lange nicht, dass sie deshalb Europafeinde sind. Europa kann man ganz unterschiedlich organisieren. Sie können die EU sogar komplett ablehnen und ein Europafreund sein. Also da muss man auch unterscheiden, was dann womit gemeint ist. Thomas Haldenwang sagte, Europaskepsis, so das Zitat, sei ein typisches Thema von Extremisten. Und das finde ich schon ein bisschen problematisch. Er ordnet das natürlich immer in einen Kontext ein, wo es dann möglicherweise auch tatsächlich um Rechtsextremisten geht. Aber wenn man das so formuliert, kann man das natürlich viel weiter verstehen. 8. Mai 1945, ein wichtiges Datum für Frau Steinbach vor dem Hintergrund ihrer Vita. Und es ist auch für die Deutschen ein wichtiges Datum, nämlich mit Blick auf die nationale Erinnerungskultur. Herr Haldenwang hat sich auch dazu geäußert. Er sagte, das Datum werde von Rechtsextremisten, Zitat, nicht mehr als Tag der Befreiung bezeichnet, sondern als Tag der Niederlage und Besatzung sprachlich umgedeutet. Und ich bin mir sicher, dass Rechtsextremisten das auch so machen. Aber erneut, so wie er es formuliert, geht's nicht. Der 8. Mai 1945 hat sehr viele Facetten. Deutschland ist vom NS-Regime und der Herrschaft der Konzentrationslager befreit worden. Es gab aber auch eine Niederlage mit folgender Besatzung. Das ist keine Umdeutung, sondern Fakt. Da muss man nur in drittklassige Geschichtsbücher hineinschauen. Wir hatten 14 Millionen Flüchtlinge aus den Ostgebieten mit 2 Millionen Toten. Massenhafte Vergewaltigung. Wir reden hier über Hunderttausende, eventuell sogar siebenstellige Zahlen. Die Zustände in den Rheinwiesenlagern waren ein Desaster. Und es gab so kleine, in Anführungszeichen, kleine Ereignisse wie im kleinen Demmin, wo barbarisch operierende Russen dafür sorgten, dass sich innerhalb weniger Tage 700 bis 1000 Menschen das Leben nahmen, weil sie dieses Drama nicht mehr ausgehalten haben. Und dann kann man schon fragen, glaubt ernsthaft jemand, dass sich diese Menschen befreit gefühlt haben? Sicher nicht. Man muss aufpassen, wenn man sagt, es war nur eine Befreiung. Das ist auch ganz schön lebenszynisch mit Blick auf verschiedene Bevölkerungsgruppen, die das damals mit Wucht getroffen hat. Und damit entschuldige ich den irren Hitler in keiner Weise und auch nicht die Taten der Deutschen. Ich möchte nur, dass die Sachen sauber benannt werden. Zuwanderung, das nächste Thema. Herr Haldenwang sprach 2019 von der
sogenannten Flüchtlingskrise 2015. Im Verfassungsschutzbericht 2020 steht, kein Scherz, behauptete unkontrollierte Massenzuwanderung. Naja, wenn ich mir aber 1,9 Millionen Erstanträge auf Asyl anschaue seit 2015, finde ich schon, dass wir es mit einer gewissen Masse zu tun haben, ne? Die ja auch Auswirkungen hat, zum Beispiel auf den Wohnungsmarkt, ein Thema, das man wesentlich stärker diskutieren sollte. Wenn 1,9 Millionen Menschen zu uns kommen, müssen die irgendwo untergebracht werden. Und das sorgt natürlich für eine andere Konkurrenzsituation auf dem Wohnungsmarkt und trifft dann auch Menschen, die hier lange leben oder schon lange leben, wie man heute sagt. Und vielleicht macht das was mit denen. Also das hat Implikationen und es hat auch eine gewisse sozusagen Massenzuwanderung natürlich stattgefunden. Ich weiß nicht, wie man da behauptet formulieren kann. Islamisierung, selbiges Muster. Haldwang spricht von, Zitat, Debatten über eine angebliche Überfremdung und Islamisierung. Der Verfassungsschutzbericht 2020 spricht von einer behaupteten Islamisierung. Ich darf Ihnen mal eine Definition anbieten, die ich mir für das Buch überlegt habe. Bei der Islamisierung geht es ja nicht darum, dass sie erst dann vorliegt, wenn wir 80% Muslime in Deutschland haben. Das ist ja sozusagen etwas, was sehr niedrigschwellig am Anfang ansetzt. Und das gucken wir uns mal an. Mein Definitionsvorschlag für die Moderne. Eine Islamisierung in einem ursprünglich weitgehend christlich-abendländisch geprägten Land liegt dann vor, wenn die Zahl der Muslime und Moscheen steigt, die mit dem Koran verbundenen gesellschaftlichen und politischen Ansichten Raum greifen und dieser Prozess insgesamt in Politik und Medien zunehmend auf Akzeptanz stößt. Wir haben bis zu 5,6 Millionen Muslime derzeit in Deutschland. Über 70% der Einwanderung ist muslimisch geprägt. Ich nenne Ihnen mal Größenordnung. Seit 2015 sind zwei muslimische Städte, wenn Sie das jetzt übertragen betrachten wollen, zu uns gekommen, nämlich Herat und Kandahar. In dieser Größenordnung, was die Bevölkerung angeht. Herat war 2020 die zweitgrößte Stadt Afghanistans, Kandahar die drittgrößte Stadt. Die sind beide in diesen Jahren zu uns gekommen, damit wir uns bildlich klar machen, dass wir vielleicht Formen von Islamisierung hier durchaus haben. Und wenn dann Menschen wie Christian Wulff und Angela Merkel sagen, der Islam gehört zu Deutschland, dann ist doch etwas passiert. Wer hätte das denn 1970 oder 1960 gesagt? Es ist etwas passiert, es gibt diesen Prozess der Islamisierung, genauso wie es früher Prozesse der Christianisierung gab. Und hören wir doch auf, das alles immer Verschwörungstheorie nennen zu wollen. Das ist doch wirklich langsam lächerlich. Zum Volksbegriff. Fixierung auf den Deutschen als Staatsbürger lautet hier mein erstes Schlagwort. Ja, das habe ich schon gesagt. Das macht der Verfassungsschutz in der Tat. Und erneut, natürlich müssen wir das rechtlich, das Zusammenleben ordnen. Und die Staatsbürgerschaft ist mit Abstand am wichtigsten. Aber wir können doch nicht sagen auf der Seite des Verfassungsschutzes, historische, kulturelle, soziologische Sichtweisen, die sind verdächtig. So geht es doch nicht. Wir können doch nicht ganze Disziplinen abschaffen. Also, man muss nach wie vor zwischen deutschem Volk und deutschem Staatsvolk in deskriptiver Hinsicht unterscheiden können, um mehr geht es ja gar nicht. Und ich weigere mich zu akzeptieren, dass das eine verfassungsfeindliche Unterscheidung sein soll. Wie argumentiert die Behörde? Ich zitiere. Die ethnische Definition des Volkes hätte zwingend den Ausschluss derjenigen, die diesem Volk aus ethnischen Gründen nicht angehören, vom demokratischen Prozess zur Folge, so der Verfassungsschutzbericht 2020. Wenn das so passiert, haben die vollkommen recht. Da habe ich überhaupt kein Problem mit dieser Definition. Aber unproblematisch ist natürlich die deskriptive Unterscheidung. Und es kommt immer darauf an, was man darunter versteht. Ein kleiner Exkurs, weil ich dieses Beispiel schön finde. Wenn Menschen sagen, sie sind gegen das System, dann heißt es in Köln sofort, Verfassungsfeinde, du bist gegen das Grundgesetz. Ich kann aber auch gegen das System sein und verstehe darunter eine bestimmte politische Praxis, die sich eingeübt hat. Es gibt Bücher zum Thema System Kohl, System Merkel. Dazu gibt es Ausführungen, Publikationen. Man kann auch das mit System meinen. Also schauen wir bitte etwas genauer hin, wie jemand sagt, das System muss man abschaffen. Meint er wirklich das Grundgesetz oder meint er etwas anderes? Und es kann nicht sein, dass man da immer reflexhaft reagiert und dann immer das verstehen will, um unbedingt dieses eine Lager in Misskredit zu bringen. So geht's nicht. Ja, was das BfV natürlich auch ausblendet, ist folgende Frage. Haben wir da nicht eigentlich auch eine verfassungsfeindliche Sprache im deutschen Recht? Ist das etablierte Recht jetzt auch verfassungsfeindlich? Ja, und da kommen nun natürlich meine Lieblingszitate, Sie ahnen es schon. Der Abstammungsbezug in deutschen Gesetzen. Wir fangen mal mit dem Grundgesetz von 1949 an. Artikel 116. Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit. Ein Begriff aus dem Grundgesetz.
oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat. Wir haben hier also einen klaren Bezug zur deutschen Volkszugehörigkeit und damit im Grundgesetz einen Unterschied auch noch einmal zur rein rechtlichen Dimension. Bundesvertriebenengesetz 1953, Paragraph 6. Deutscher Volkszugehöriger im Sinne dieses Gesetzes ist, wer sich in seiner Heimat zum deutschen Volkstum bekannt hat. Deutsches Volkstum, Sprache des Rechts in Deutschland. Sofern dieses Bekenntnis durch bestimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur bestätigt wird. Hier haben wir also den Abstammungsgedanken in einem gültigen deutschen Gesetz drin, aus der Sicht der derzeitigen Kölner Behörde ist das verfassungsfeindlich, ne? Was sozusagen die Logik angeht, die dahinter steht. Das sächsische Sorbengesetz von 1999, Paragraph 2, ich zitiere, die im Freistaat Sachsen lebenden Bürger sorbischer Volkszugehörigkeit sind gleichberechtigter Teil des Staatsvolkes. Ja, wenn ich auf dieser Ebene differenzieren kann, dann werde ich doch wohl auch sagen können, dass es Menschen gibt, die zum deutschen Volk gehören und die zum deutschen Staatsvolk gehören. Da habe ich doch nur Vokabeln ausgetauscht, mehr ist es doch nicht. Und was mir überhaupt nicht einleuchtet, ist, wie man sagen kann, dass Debatten zum Jus Sanguinis verfassungsfeindlich sein sollen. Warum war aber das Jus Sanguinis bis 1999 mit dem Grundgesetz vereinbar? Und jetzt soll eine Diskussion zu diesem Thema verfassungsfeindlich sein? Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Ich schließe diesen kurzen Abschnitt, also den Einfluss auf politische Inhalte, mit einem kleinen Exkurs zum Verfassungsschutz Niedersachsen. Der ist einfach zu schön. Dort habe ich eine Studie von 2016 zu identitären Bewegungen gefunden. Und auch dort ist man sehr kreativ bei der Auslegung von gewissen Begrifflichkeiten. Was ist verfassungsfeindlich? Eine ganze Menge, aber unter anderem diese vier Punkte. Ich habe es mir dreimal durchgelesen, weil man beim ersten Mal ja denkt, da hast du zu viel getrunken, ich trinke sehr selten. Aber man denkt in dem Moment, irgendwas muss ja nicht stimmen. Ne? Also die vier Merkmale lauten Nationalstolz, Ablehnung von Political Correctness, Betonung nationalkonservativer Werte und Sympathie für Otto von Bismarck. Das wird alles direkt oder indirekt in die Nähe von Verfassungsfeindlichkeit gerückt. Und irgendwann werden sie dann sagen, Professor, gestehe, die Erde ist eine Scheibe und wenn du uns nicht glaubst, gibt es Ärger. Also wir können doch nicht uns auf eine Ebene begeben, die so offensichtlich postfaktisch ist, dass man es kaum noch aushält. Und dazu muss man natürlich etwas kritisch sagen können. Ja, zur Instrumentalisierung, das hängt eng mit dem zusammen, was ich Ihnen gerade berichtet habe, aber an einigen Beispielen kann man an der Art der Präsentation noch deutlicher erkennen, dass dort jemand Politik macht. Einige Begriffe werden zum Beispiel einseitig zugespitzt. Neue Rechte. Mit diesem Terminus operiert der Verfassungsschutz im Moment sehr gerne. In der Wissenschaft ist das ein sehr umstrittener Terminus. Was ist die neue Rechte? Da wird vom harmlosen Konservativen bis zum Neonazi alles hineingepresst. Aber was ist dann die neue Rechte, wenn da so viele unterschiedliche Akteure drin sind? Für Thomas Haldenwang ist das ganz egal. Er sagte jetzt erst im Oktober 2021, ich zitiere, die neue Rechte ist der Ideologiegeber für die ganze Szene und der Brandbeschleuniger. Also alles in der neuen, also alle Konservativen, alle gehören dazu, die gesamte neue Rechte ist dafür verantwortlich. Haldenwang nutzt hier eine rechtsextreme Facette letzten Endes auch regelmäßig, um ein politisches Großlager unter Verdacht zu stellen. Manchmal ist seine Formulierung etwas weiter gewählt, dann ist sie wiederum etwas enger gewählt. Aber letzten Endes können Sie mit der neuen Rechten nicht vernünftig arbeiten, weil der Terminus viel zu umstritten ist. Er ist nicht trennscharf, inhaltlich trennscharf. Den können Sie nicht, wie wir so schön sagen, vernünftig operationalisieren. Dann sehe ich hier auch ein Problem mit der Kausalität. Im Juli 2020 sagte Haldenwang, Vertreter der neuen Rechten sind, Zitat, die Superspreader von Hass, Radikalisierung und Gewalt. Superspreader. Der Begriff taucht im Verfassungsschutzbericht gar nicht auf. Er hat ihn natürlich bewusst genutzt, damit die Medien etwas haben. Und wenn Sie der Rede zuhören, wissen Sie, das wird jetzt rauf und runter zitiert. Wie eine Seuche im Grunde genommen. Ja, ich frage natürlich jenseits der Frage, ob es angemessen ist, so zu formulieren, wie man das dann nun messen will. Wie möchte er das messen? Wie will er es nachweisen? Wir sind hier auf der Basis von reinen Vermutungen unterwegs. Der Attentäter von Halle, wo hat der sich dann infiziert? Bereits kurz nach dem Anschlag wussten sehr viele, dass es wohl die neue Rechte gewesen sein muss, die ihn inspiriert hat. Aber wie wollen Sie das denn nachweisen, wenn Leute als einsame Wölfe auf einmal nach außen treten und Sie haben die vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt? Wie wollen Sie es nachweisen? Ja, und insofern glaube ich, dass hier mit so einer Art ideologischem Geigerzähler operiert wird, der sehr niedrigschwellig angesetzt ist und dann findet man auch recht viel. Ganz besonders deutlich können Sie die Politisierung dort erkennen und damit auch die Instrumentalisierung, wo alte Erkenntnisse neu bewertet werden.
Kompakt, das Institut für Staatspolitik, 1%, die gibt es doch alle seit vielen Jahren. Und soweit ich das herausgefunden habe, ist doch die ideologische Linie dort sehr konstant. Die haben doch eine Weltsicht, zum Teil seit 10, 20 Jahren. Warum sind sie nicht schon früher beobachtet worden? Die Frage müssen wir uns stellen. Warum ausgerechnet jetzt? Die Identitäre Bewegung ist Anhänger des Ethnopluralismus. Den Ethnopluralismus finden Sie in dieser Bewegung in den Jahren 2012 bis 2016. In den Jahren ist er aber vom Verfassungsschutz noch gar nicht kritisiert worden. Warum nicht? Die Antwort, weil der politische Druck bis dahin zu gering war und dann ist er gestiegen. Und dann legt man das vor, was ich Intelligence to Please nenne. Also Berichte, die diesem Druck gerecht werden sollen und die damit auch Politik und Medien gefallen sollen. Zweifellos hat der Verfassungsschutz in vielen Punkten recht. Ich kenne nicht das ganze Lagebild. Ich kann hier nur auf der Basis des öffentlich Zugänglichen mich äußern. Und ich will auch nicht in Frage stellen, ob er da nicht in vielen Punkten einen Treffer gelandet hat. Aber dann muss das etwas deutlich in der Öffentlichkeit kommuniziert werden. Und ganz persönlich müsste man Herrn Haldenwang auch fragen, warum ist er als Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz nicht zurückgetreten? Diese Gruppen gab es ja. Wenn die dort so schlimm sein sollen, wenn das alles so dramatisch ist, dann würde ich es doch als Vizepräsident, wenn ich das gewesen wäre, gar nicht aushalten, wenn mein Präsident Jahr für Jahr wieder und wieder dort nicht aktiv wird. Dann gehe ich in die Öffentlichkeit, sage, dass das Amt hier falsch operiert, wir haben massive rechtsextreme Gefahren da draußen und versuche mich so zu positionieren und sage, ich trete, meine Damen und Herren, hiermit zurück. Aber er hat das ja über Jahre mitgetragen, dass diese Gruppierungen nicht beobachtet worden sind. Warum denn? War da möglicherweise die eigene Zukunft, das eigene Amt doch etwas wichtiger als die Sicherheitsanalyse? Gegenläufige Empirie wird häufig ausgeblendet. Auch hier können Sie die Instrumentalisierung gut erkennen. Die Identitäre Bewegung widerspricht zum Beispiel dem Volksbegriff des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Das wird in den Berichten einfach ausgeblendet. Wenn Sie sich die Identitären anschauen, dann werden Sie sehen, dass die Österreicher und die Deutschen sehr eng zusammenhängen. Einer der Vordenker oder der Vordenker überhaupt ist dort Martin Sellner. In Österreich hat das Landesgericht für Strafsachen Graz 2018 gesagt, die Identitäre Bewegung Österreich dient im Kernbereich völlig legaler Tätigkeit, nämlich dem politischen Aktivismus. Wenn die sich dort so verhalten wie bei uns, warum gibt es dort so unterschiedliche Bewertungen? Ich glaube, das BfV klammert hier aus, was die Durchsetzung der politischen Linie gefährden könnte. Und insofern kann er selber machen, was er möchte. Er hat aus dieser Perspektive überhaupt keine Chance. Auch hier, um Missverständnisse zu vermeiden, wenn die Identitäre Bewegung gegen die FDGO vorgeht, also die Freiheitliche Demokratische Grundordnung, zu Gewalt aufruft oder mit der NPD zusammenarbeitet, muss sie natürlich verboten werden. Es müssen dann aber auch harte Beweise in meinen Augen vorgelegt werden. Wir machen weiter mit verschiedenen Formen von Übertreibung. Und ich habe mir da mal eines rausgesucht. Die Rede ist großartig. Gehalten vom Vizepräsident des Amtes Sinan Seelen am 27. März 2019. Er sagte, Extremisten sind sogar in der Lage, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu gefährden. Und zwar, indem sie durch ihr Menschenverachtnis agieren, unser Ansehen in der Welt beschädigen und potenzielle Mitarbeiter sowie Investoren aus dem Ausland abschrecken. Das heißt übersetzt für den Bürger, wer AfD wählt, der gefährdet seinen Arbeitsplatz. Man muss es ja so einfach übersetzen. Ich würde dann zurückfragen, warum kommen denn noch so viele Zuwanderer zu uns? Die haben ja weder vor den Rechtsextremen noch vor der AfD Angst. Passt das dann zusammen? Die Rede von Sinan Seelen geht dann weiter und er sagt auch, dass es letzten Endes ja noch nicht so weit gekommen ist, aber er wollte es mal angesprochen haben. Und das ist Intelligence to Please. Sie wollen eine Botschaft absetzen, wenn Sie danach sogar sagen, wir sind da noch gar nicht, es ist alles noch gar nicht so schlimm. Einige Bewertungen sind zudem in meinen Augen viel zu reflexhaft. Ich gehe hier mal auf das AfD-Gutachten von 2019 ein. Da wird kritisiert, dass ein AfDler sagt, das Deutsche Reich sei nicht untergegangen und im Gutachten heißt es dann, das ist eine rechtsextremistische Verschwörungstheorie. Tja, da kannte der Analyst wohl das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Juli 1973 nicht. Dort steht nämlich, dass die Bundesrepublik, ich zitiere, als Staat identisch mit dem Staat Deutsches Reich ist. Das ist die Rechtsprechung und Rechtslage. Das wird kaum verfassungsfeindlich sein, vermute ich mal, wenn ich das jetzt so zitiere. Ich hoffe, dass wir noch nicht so weit sind. Aber das kannte er nicht und deshalb glaubte er, dass er das dann sofort als rechtsextreme Verschwörungstheorie einordnen kann. Kennlinien werden in meinen Augen häufig überbewertet. Von Kennlinien spricht Herr Haldenwang. Sie kennen das sicherlich auch unter dem Begriff Kontaktschuld.
Häufig ist das so, dass diese Kontakte etwas aussagen. Das macht schon Sinn, da hinzuschauen. Aber man kann natürlich nicht generell von Kontakten auf Zusammenarbeit oder gar gemeinsame Haltungen schließen. Was machen Sie dann, wenn Sie einen alten Freund haben, der ist nun sozusagen im ganz rechten Lager der AfD unterwegs, aber Sie kommen mit ihm privat gut klar. Wollen Sie ihn dann schneiden? Und was machen Sie mit dem, der zum Kommunismus übergelaufen ist? Wollen Sie den auch schneiden? Wollen Sie sozusagen ein reines Meinungsumfeld haben? Oder könnte es auch spannend sein im Leben, wenn man möglichst viele Meinungen um sich herum paart, um ganz einfach im Kontroversen Fortschritte zu machen? Das könnte vielleicht spannender sein. Es müssen ja nicht gleich Extremisten sein, aber wenn Sie alle Lager dabei haben, links, Mitte, rechts, ist es, glaube ich, am spannendsten. Ja, und wenn ich jetzt sozusagen in den nächsten Punkt ihn nenne, dann werden Sie spätestens hier, wenn Sie mir bis hier noch nicht geglaubt haben, sehen, dass dort politisch vorgegangen wird. Und das hängt mit der politischen Präsentationsform zusammen. Das politische Vorfeld ist stark unter Beschuss genommen worden. Und man könnte nun sagen, das analysiert man und dann gibt es den Tag X und an dem wird das vorgestellt. Erstens, zweitens, drittens, die werden alle eingeordnet und sind jetzt Verdachtsfälle oder erwiesen extremistisch. Das macht man so nicht. Warum macht man es so nicht? Weil sie dann einmal das große Rauschen im Walde haben, aber eben nicht mehrfach. Also werden die Erkenntnisse Stück für Stück herausgelassen. Und es sind diese Gruppen ja alle etikettiert worden im März, April, Juni und Juli 2020, sowie im April, Juni und jetzt zuletzt im Dezember 2021. Zum Teil auch mehrfach, zunächst Verdachtsfall, dann erwiesen rechtsextremistisch oder extremistisch. Ja, und das macht man natürlich, um diese Gefahr von rechts permanent im öffentlichen Bewusstsein zu halten. Es muss immer wieder etwas nachgelegt werden, damit auch die Behörde zeigen kann, wir sind aktiv, wir liefern Ergebnisse. Ich frage mich, wie weit das geht, wenn Sie die jetzt bekannten Akteure abgearbeitet haben. Wer ist als nächstes dran? Ich könnte ein paar Akteure nennen, ich mache es lieber nicht, um da nicht noch Leute auf dumme Gedanken zu bringen. Aber es ist immer wieder erkennbar, dass Botschaften abgesetzt werden sollen. Und etwas peinlich fand ich schon, was man nun in dieser Woche sehen konnte. Da kriegen wir eine neue Innenministerin und oh Wunder, wenige Tage später heißt es, das Kompaktmagazin ist rechtsextremistisch. Wir haben wieder etwas erlegt, das wir der neuen Chefin präsentieren können. Das ist eine Morgengabe, meine Damen und Herren. Und wenn der Verfassungsschutz nun sagt, das wollten wir sowieso an dem Tag machen, vielleicht ist es so. Aber dann muss man wirklich sagen, Leute, zwei Tage nach der Einführung einer neuen Bundesregierung, das riecht doch einfach zu sehr. Das hat einfach einen Beigeschmack. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn ich da so eine Interpretation abgebe. Zum Kompaktmagazin selbst kann ich nichts sagen. Mit dem müsste ich mich näher beschäftigen, um das einordnen zu können. Ja, und der letzte Punkt, den ich hier bei der Vorgehensweise nun darlegen möchte, ist das, was vor Gericht geschehen ist. Also offensichtlich bin ich nicht der Einzige, der da das ein oder andere komisch findet. Das Bundesamt für Verfassungsschutz unter der Führung von Thomas Haldenwang ist vom Verwaltungsgericht Köln mehrfach wegen vorschneller Bewertungen verurteilt worden. Dabei ging es immer um zwei Vorwürfe, Verstöße gegen das Grundgesetz und Einmischungen in den politischen Wettbewerb. Im März 2021 sprach das Gericht sogar von einer zerstörten, Zitat, Vertrauensgrundlage. Das muss man erstmal auf sich wirken lassen, dass man denjenigen, die den Inlandsnachrichtendienst leiten, sagt, wir vertrauen euch nicht mehr so, wie ihr arbeitet. Das ist sicherlich auf Übereifer in Köln zurückzuführen. Man möchte unbedingt Botschaften absetzen. Nun haben wir jemanden, der für die CDU als Präsident gearbeitet hat. Wir haben aber nun nicht mehr die CDU in der Regierung. Und wenn man im Amt bleiben möchte, dann macht man vielleicht das, was ich vorhin erwähnt habe. Man setzt sofort ein Signal diese Woche ab. Wir sind da sehr aktiv im Kampf gegen Rechtsextremismus. Zumal Frau Faeser ja auch sofort gesagt hat, dass das ganz oben auf ihrer Agenda steht. Und kurz darauf kam dann die Etikettierung. Aber so wie nun gemäß Verwaltungsgericht Köln das Bundesamt vorgegangen ist, muss man fast schon sagen, Rechtsbrüche werden mittlerweile in Kauf genommen. Ja, ich komme zum Abschluss, zum Reformvorschlag. Wir müssen, meine Damen und Herren, diesen Verfassungsschutz neu verankern. Raus aus dem Verantwortungsbereich der Bundesregierung, konkret dem Verantwortungsbereich des Bundesinnenministeriums. Im Bundestag sollten wir ein neues Gremium mit Unterbau natürlich schaffen, das für die Dienst- und Fachaufsicht der Behörde zuständig ist. Der Präsident wird mit Zweidrittelmehrheit gewählt vom Bundestag oder von diesem Gremium, damit die Opposition integriert wird und wir einen breiteren Konsens haben. Eine Wiederwahl ist nicht möglich. Er wird einmalig auf 5 Jahre ernannt, um Verkrustung vorzubeugen. Wer das Amt des Vizepräsidenten zuvor innehatte, kann nicht mehr Präsident werden. Und er darf zumindest auch für 10 Jahre kein Parteibuch gehabt haben. Eine so verankerte Behörde könnte Zustimmung in der Bevölkerung zurückgewinnen. Und die ist nicht besonders hoch. Im Herbst 2020 haben 51% der Deutschen dem BFV vertraut.
Das Aufgabenfeld sollte man ein wenig neu ausrichten. In meinen Augen muss Schluss sein mit der aktuell üblichen Verdachtsberichterstattung. Das greift zu sehr in den politischen Wettbewerb ein und es ist ja auch verfassungsrechtlich umstritten. Wenn man Berichte erstellt über Gruppen, die problematisch sind, gerne und jederzeit, aber dann bitte über solche, die offensiv und öffentlich gegen das Grundgesetz agitieren und die eine nachweisbare Gewaltneigung haben. Bitte werden Sie konkreter, wäre mein Appell. Nicht immer weiter alles ausweiten, was in den nächsten 10 Jahren vielleicht noch mal problematisch werden könnte. Also, soweit es möglich ist, sollte sich die Behörde aus dem vorpolitischen Raum zurückziehen. Auch müsste man eigentlich Schwellenwerte überdenken. Was ist reaktionär, dümmlich, schlechter Journalismus, Effekthascherei? Und was ist wirklich rechtsextremistisch? Ab wann liegt tatsächlich eine völkische Argumentation vor? Und wo handelt es sich lediglich um ein Bekenntnis zum Volk? Was wir brauchen, meine Damen und Herren, ist ein neues Frühwarnsystem. Dieses setzt auf eine Bekämpfung tatsächlicher Feinde der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Es vermeidet Interventionen in den politischen Wettbewerb. Ein solcher neuer Verfassungsschutz verzichtet darauf, ein Meinungsverstärker der Bundesregierung zu sein. Denn langfristig darf die Kölner Behörde nicht zu einem Bundesamt für Verdächtigung werden, das von einem Politkommissar geführt wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.